meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zum zweiten Teil meines Let's Reads zu dem neuen Buch meines Mannes, Guillaume Musso. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was sich hinter mir in diesem Bett letzte Nacht abgespielt hat, dann kann ich euch nur sagen, der Guillaume, das ist ein ganz, ganz temperamentvoller Typ, der mich ziemlich erregt hat beim Lesen. Ich war sehr aufgeregt und ich freue mich schon auf die nächste Nacht mit ihm. Ja, lecker Kerlchen, hat mich sehr gefesselt. Genau, er hat Fesselspiele mit mir gemacht. Nicht irgendwo am Bett festgefesselt, was bei mir jetzt hier eh nicht gehen würde. Er hat mich an sein neues Buch gefesselt. Ich habe gestern Abend 100 Seiten gelesen. Ich finde es irgendwie sehr cool, wenn immer so die Kapitel genau bei Seite 100 enden. Weil ich bin so ein Typ, ich mag ja alles, was gern gerade ist. Und ich mag auch gern gerade Zahlen. Und ich mag gerne runde Zahlen. Und ja, ich habe die ersten 16 Kapitel gelesen. Muss also weitermachen auf Seite 101 bei Kapitel 17. Das Ganze sieht jetzt so aus. So viel habe ich gelesen. Es ist nicht viel. Allerdings hatte ich gestern Abend auch leider nicht so viel Zeit zum Lesen, weil ein paar andere Dinge dazwischen gekommen sind. Von daher finde ich 100 Seiten doch noch recht viel. Und das ging auch eigentlich sehr schnell. Guillaume Musso hat also quasi einen Quickie mit mir gemacht. Denn die Seiten gingen wirklich bam, 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 so wie ich es mir auch erhofft habe. Und dennoch hat er mich ganz schön überrascht. Ja, ich fange mal an, etwas ganz kurz natürlich nur über die Handlung zu erzählen. Und das, was ich euch jetzt erzähle, spielt auch nur auf den ersten 30 Seiten. Also, wir lernen Sebastian kennen, der lebt in Manhattan übrigens. Diesmal spielt noch nichts in Frankreich. Ich wundere mich, weil in seinen anderen Büchern, wenn ich mich recht entsinne, hat immer irgendwie Frankreich eine Rolle gespielt. Schließlich kommt Guillaume Musso ja auch aus Frankreich. Bisher spielt die Geschichte aber nur in Manhattan. Die Orte kann ich euch jetzt nicht alle nennen, weil da kommen verschiedene Orte vor. Aber ihr wisst immer so, Orte und Namen, das sind für mich immer nur, das ist Schall und Rauch für mich. Und ja gut, also Sebastian ist halt ein erwachsener Mann und er war bis vor, jetzt muss ich echt mal auf den Titel gucken, sieben Jahren mit Niki zusammen. Und die beiden haben sich getrennt und die beiden haben Zwillinge. Das ist einmal der Junge Jeremy und die Tochter Camille. Die sind beide 15 Jahre alt, natürlich beide gleich alt. Und bei der Trennung ist es so verlaufen, dass Jeremy bei der Mutter lebt und Camille bei dem Vater. Und die Geschichte beginnt so, dass wir Sebastian dabei beobachten. Also seine Tochter geht aus dem Haus morgens und er geht in ihr Zimmer und durchsucht das ganze Zimmer. Und macht da also richtig so eine Stippvisite. Also der ist da sehr routiniert drin, das macht er nicht zum ersten Mal. Der kontrolliert echt ganz pedantisch, was seine Tochter macht. Und das ist schon sehr, sehr krass, wie er das Ganze so macht. Und es wird auch erzählt, dass er zum Beispiel nicht an ihren Computer gucken muss oder gehen muss und da jetzt gucken, was sie irgendwie so treibt, wovon er nichts weiß. Denn er hat sich von jemandem da sowas einspeisen lassen, dass er praktisch von seinem Rechner aus genau sehen kann, was das Mädel auf dem Rechner macht. Und ich fand das schon krass. Ich meine, natürlich ist man bestimmt als Elternteil besorgt, gerade wenn man eine 15-jährige Tochter hat, die mitten in der Pubertät ja auch ist, dass man da nicht möchte, dass sie auf falsche Wege gerät oder was auch immer. Aber so eine gewisse Privatsphäre muss jeder Mensch haben und die muss natürlich auch jedes Kind haben. Da habe ich dann natürlich schon gedacht, puh, das ist aber extrem. Und ja, er guckt dann halt so die ganze Zeit und dann findet er auch etwas. Das verrate ich jetzt mal an dieser Stelle noch nicht. Es ist etwas, was bestimmt heutzutage viele 15-jährige Mädels schon in ihren Schubladen liegen haben. Aber okay, was es damit auf sich hat, weiß ich auch jetzt nach 100 Seiten noch nicht. Und irgendwann klingelt sein Telefon und er sieht den Namen seiner Ex-Frau oder Freundin. Ich weiß jetzt noch nicht mal genau, ob die verheiratet waren oder nur zusammen waren. Auf jeden Fall, Niki ruft ihn an und er ist sehr erstaunt darüber, denn eigentlich haben die beiden so die ganzen Jahre über jetzt nicht viel Kontakt gehabt. Die haben sich anfangs nur kurz gesehen, wenn halt die Kinderübergabe war, weil alle 14 Tage tauschen sie quasi die Kinder. Da kommt dann der Sohn zu ihm und die Tochter zu ihr. Und aber später wurde das auch alles nur noch so über SMS gehandelt. Er hat also eigentlich mit Niki überhaupt nichts mehr zu tun. Und ist auch nicht scharf drauf, irgendwas mit ihr zu tun zu haben. Jetzt ruft sie aber an und sagt, Jeremy ist verschwunden.
Und nicht erst seit heute oder seit 3 Stunden, sondern schon ein bisschen länger. Und ja, er sagt dann natürlich, wieso, was ist denn passiert? Und sie sagt, komm hier hin und ich erkläre es dir. Und er macht sich auf den Weg und fährt also zu seiner Ex-Frau. Und die erzählt ihm dann so ein bisschen und dann kommen halt ein paar Dinge so ans Tageslicht, die Jeremy betreffen. Bis dahin erzähle ich jetzt erstmal nur, wie gesagt, das sind schon so ungefähr die ersten 30, vielleicht auch 40 Seiten, auf denen das so passiert ist. Ja, und warum Gio Miso mich jetzt schon überrascht hat, ist, ich habe gestern gesagt, ich erwarte keine blutrünstige Geschichte, da wird kein Blut spritzen, so in der Art, irgendwie habe ich das gesagt. Aber dieses Buch ist ein bisschen blutig. Es ist nicht eklig blutig. Also ihr müsst euch jetzt nicht vorstellen, so Cody McFadden, oh mein Gott, das verkraftet meine Seele nicht, also das nicht. Aber für Gio Miso war es schon echt blutig, finde ich. Also es war mehr als Nasenbluten, so. Und das hat mich überrascht, positiv. Ihr wisst ja, ich lese sowas gerne. Aber auch so die Weicheier unter euch, die immer sagen, ich kann kein Blut sehen. Ihr müsst da auch keine Angst haben. Es ist bis jetzt zumindest. Es ist nicht, dass da jetzt voll das Gemetzel ist. Es gibt eine Szene, die, ja, irgendwie fand ich schon, ja, habe ich gedacht, ey, Jium, was hast du denn da gemacht? Ja, fand ich sehr cool. Bis jetzt gefällt es mir auch. Denn natürlich möchte ich auch wissen, wo ist Jeremy? Und, aber auch gleichzeitig, was ist so mit Camille? Also die spielt im Moment noch mehr so eine kleine Nebenrolle. Also Jeremy ja auch. Die Hauptrolle spielen halt Sebastian und Niki, weil die jetzt Jeremy suchen. Aber von Jeremy habe ich bis jetzt ein bisschen mehr erfahren als über Camille. Und die habe ich auch immer dann noch so im Hinterkopf, dass ich denke, was ist jetzt mit der eigentlich so? Von der liest man jetzt im Moment gar nichts. Ich lasse mich überraschen. Also mir, wie gesagt, gefällt es bis jetzt sehr gut. Ich finde es sehr, sehr spannend. Es ist ein total einfacher Schreibstil, den man wirklich so weglesen kann. Ich glaube, ich habe vielleicht 1,5 Stunden gebraucht für diese 100 Seiten. Und es ist echt fix. Also man muss da nicht großartig drüber nachdenken oder so. Es geht wirklich sehr schnell. Ja, das ist mein erster Leseeindruck. Jetzt möchte ich natürlich noch ein bisschen auf euch eingehen, denn mich haben natürlich gestern schon ein paar Kommentare und auch Mails und Nachrichten bei Twitter und so erreicht. Ganz witzig fand ich hier, Jenna's Little World, an dieser Stelle einen lieben Gruß von mir, sie hat bei Twitter geschrieben, ich muss jetzt bei der Pickup-Werbung immer an dich denken. Ja, wer noch? Ich habe die gestern auch im Fernsehen gesehen und musste selber an mich denken. Ja, doof, ne? Ja, aber weil eigentlich finde ich diese Werbung nämlich blöd. Und oft ist es so, dass gerade blöde Werbung so im Kopf haften bleibt, ne? Kennt ihr das? Ja, wahrscheinlich kennt ihr das. Ja. Also bis jetzt ist nicht viel Schubidu in dem Buch. Bis jetzt ist es schon, es fängt richtig Katschong an. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, also mit Liebe und so ist jetzt noch nicht irgendwie. Aber man weiß es ja nicht, ne? Oft ist es ja so, wenn sich zwei Menschen, Mann und Frau, am Anfang eines Buches so nicht leiden können oder nicht mehr leiden können, manchmal entwickelt sich ja dann am Ende doch noch wieder eine Liebesgeschichte, dass sie wieder zueinander finden oder neu zueinander finden oder wie auch immer. Ja, so, dann auch einen lieben Gruß an die Dagmar. Die Dagmar hat mir eine Mail geschrieben. Und zwar hat sie mir einen Link geschickt und das fand ich sehr gut. Ich hatte nämlich selber gar nicht da recherchiert. Achso, da muss ich jetzt auch vorab noch erzählen, dass die Katrin bei Facebook gepostet hatte, dass einige der Bücher vergriffen sind, dass es die nicht mehr gibt. Und dieses Problem hatte ich damals auch. Also letztes Jahr, als ich mir da die Bücher gekauft habe, da habe ich zum Beispiel diesen Doppelband, meine ich, von eBay ersteigert. Bei eBay erscheinen, weil ich den neu halt auch nicht mehr bekommen habe. Aber Ein Engel im Winter, und das werde ich euch dann mal auch verlinken, wird es ab dem 12. November in einer niegelnagelneuen Ausgabe geben. Ich habe jetzt nicht nach den anderen Büchern nochmal separat gesucht, aber auf jeden Fall wird es Ein Engel im Winter. Wenn ihr da die alte Ausgabe nicht mehr findet, werdet ihr eine neue Ausgabe finden. Und ich muss auch sagen, die sieht auch wunderschön aus. Die möchte ich eigentlich auch haben. Aber naja, wir schauen halt mal. So, dann habe ich ja gestern noch gesagt, also an dieser Stelle, wie gesagt, Dankeschön an Dagmar, die das für mich recherchiert hat. Ist immer cool, wenn man seine Leute dafür hat, die sowas dann machen. Nein, aber es ist einfach, ich kann auch nicht nach allem suchen und ich denke natürlich auch nicht an alles. Ich habe so viel in meinem Kopf drin, wenn ihr einen Tag in meinem Kopf wohnen würdet, würdet ihr kapitulieren. Und deswegen ein Dankeschön. So, und dann habe ich gestern gesagt, dass ich nicht mehr wusste, wie das Mädel heißt, das mich damals auf Gio Miso überhaupt gebracht hat. Und gestern schrieb sie dann einen Kommentar
Als ich das Let's Read noch gar nicht online hatte, sondern habe ich ja erstmal so ein Foto hier von diesem Background gepostet und habe gesagt, ja, was wird das wohl? Und dann hat sie geschrieben, vielleicht ein Let's Read zu Guillaume Misso, und dann wusste ich wieder, das war sie. Franzi Hö, an dieser Stelle auch einen lieben Gruß an dich. Und vielen, vielen Dank, dass du mir damals Nachricht von dir empfohlen hast. Ja, Nachricht von dir kam nicht bei allen Lesern gut an, habe ich gesehen. Es muss natürlich auch kritische Stimmen geben. Da habe ich so ein paar Kommentare bei Facebook bekommen. Zwei. Einmal hat die Traumfängerin geschrieben, also ich habe Nachricht von dir neulich gelesen und fand es nicht so gut, leider. Und Grüne Neune hat darauf dann geantwortet, ich fand es ganz okay, mehr aber auch nicht. Bist also nicht alleine. Es gibt nie Bücher, die allen Lesern gefallen. Ich kann ja auch immer nur für mich sprechen und sagen, mir gefallen sie. Jetzt habe ich das Glück, dass der Großteil meiner Zuschauer den gleichen Lesegeschmack hat wie ich. Aber natürlich treffe ich auch nicht die ganze Welt mit meinem Lesegeschmack. Deswegen wird sie dann irgendwann auch untergehen. Wisst ihr ja, was ich gestern gesagt habe. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut über einen Kommentar von Glitzerstaub. Den lese ich auch mal eben vor. Seit letztem Jahr steht Nachricht von dir auf meiner Wunschliste. Hab damals in der Rezi zwar gelesen, dass das Buch kein Liebesroman ist, aber dass es so anders ist, habe ich erst durch dein Musso-Video bemerkt. Ich werde leider nicht mitlesen, weil ich noch keine Zeit zum Lesen habe und mein Sub erstmal groß genug ist. Jetzt kommt's. Ich verspreche dir aber, Nachricht von dir und das Neueste zu lesen, und wenn sie mir gefallen, dann alle anderen. Ehrenwort. Ich werde darauf zurückkommen. Nee, fand ich voll süß, muss ich total lachen. Und ja, siehst du, Glitzerstaub, wegen uns beiden wird dann die Welt schon mal nicht untergehen. Ja, das war auch erstmal alles, was ich jetzt heute in diesem Moment dazu sagen kann. Ich überlege jetzt gerade mal, war noch irgendwie was? Die Martina bei Facebook hatte da geschrieben, weil ich ja gestern erzählt habe, ich habe Guillaume Misso auch mal eine Nachricht geschrieben. Und er hat aber nie darauf geantwortet. Ich meine, ich kann es mir vorstellen, der hat irgendwie, keine Ahnung, 150.000 Likes auf dieser Seite. Dass der nicht so eine Nachricht von Kossi liest, ist irgendwie ja klar. Ich komme ja schon kaum dazu, meine Nachrichten zu beantworten. Wie muss es ihm dann erst gehen? Und dann hat Martina geschrieben, poste doch dein Video einfach mal auf seiner Seite. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe dann aber gesehen, weil ich bin dann auf seine Seite halt gegangen, und ich habe gesehen, sie hat das Video da gepostet. Ob er es sich jemals angucken wird, ich weiß es nicht. Und vor allem, er wird es ja eh nicht verstehen, ne? Weil ich rede ja Deutsch und er Französisch. Ich könnte jetzt sagen, Guillaume Misso, je t'aime. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich jetzt so irgendwie einigermaßen hinkriegen würde. Oder j'aime votre, was heißt Bücher auf Französisch? Libre? Nee, ist das Italienisch? Ach, Italienisch. Latein? Warte, ihr habt ja ein bisschen Zeit, ne? Ich muss mal eben hier mal ein Dictionary öffnen. Deutsch, Französisch. Übersetzer, mal schauen. Livre oder so, ne? Livre? Was heißt das denn? Das ist so irre lange her. Ah, Bücher. Livre, genau. Da müsste es sein, Guillaume Misso, j'aime votre livre. Oui, c'est ça. Et, du siehst toll aus. Lass es dir übersetzen vom Google-Übersetzer. Wer weiß, was dabei rauskommt. Ja, außerdem habe ich jetzt gesagt, Guillaume Misso, ich liebe ihre Bücher. Weil jetzt weiß ich gerade nicht, was deine heißt. Boah, ich rede mich hier voll um Kopf und Kragen. Ist aber egal, ich hätte ja auch ein bisschen üben können. Außerdem sieht er diese Videos sowieso nie. Ich werde ihn noch nie in meinem Leben kennenlernen. Ich werde ihm nie in seine wunderschönen blauen Augen gucken, und ich werde nie mit ihm über seine tollen Bücher reden können. Das ist eigentlich schade, oder? Weil manchmal möchte man schon so die Menschen kennenlernen, die hinter diesen Büchern stecken. Oder also jetzt nicht kennenlernen so von wegen, hey, ich kenne Guillaume Misso, sondern einfach so, um sich auszutauschen. Weil ich denke immer, gerade wenn jemand so tolle Bücher schreibt, dann denke ich immer, da muss es auch ein ganz toller Mensch sein irgendwie. Ja, Guillaume Misso. Naja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich noch ein paar weitere Nächte mit ihm habe. Vielleicht schaffe ich heute Abend wieder nur 100 Seiten. Dann spare ich ihn mir noch für die nächsten Nächte auf und lese dann jetzt so die nächsten Seiten auch ganz langsam. Wir gucken mal. Ich weiß es selber noch nicht. Ja, heute ist Freitag
Und morgen ist Samstag und dann ist Sonntag. Ich denke aber schon, dass ich spätestens Sonntag das Buch durchhaben werde. Das Wetter ist super geil und man kann toll auf dem Balkon sitzen. Und da merkt man ja auch überhaupt nicht, wenn man dann 200 Seiten am Stück gelesen hat. Deswegen, ja. Ich versuche aber, mich am Riemen zu reißen, dass ich das Buch nicht heute Nacht schon durchbekomme. Oder heute Nachmittag oder so. Weil sonst ist so ein Let's Read ja irgendwie auch unsinnig, oder? Also ihr wollt ja wahrscheinlich auch mehrere Videos dann sehen. Ich teile es mir auf jeden Fall ein, weil ich halt merke, es ist ein Buch, was mir sehr gut gefällt. Und dann will ich auch gar nicht, dass es so schnell irgendwie endet. Und ja, ich möchte von euch jetzt wissen, sind ein paar Leute auf den Zug aufgesprungen? Also ein, zwei Mädels haben mir geschrieben. Die Moni zum Beispiel hat mir in meinem Blog geschrieben. Sie ist dabei. Ob sie jetzt auch gestern schon angefangen hat, weiß ich nicht. Den aktuellen Stand kenne ich nicht. Aber vielleicht sind da ja jetzt wirklich einige noch dazugekommen. Irgendjemand hatte mir nämlich auch in den Kommentaren noch geschrieben, ich habe mir alle Bücher gekauft oder so. Irgendwas war doch da auch. Auf jeden Fall haben gestern auch direkt Leute die Bücher bestellt. Oder das Buch von ihm. Ich muss mal eben gucken. Achso, an dieser Stelle auch übrigens mal ein lieben Gruß an die Janine, die mir, Buch den Janine, die mir geschrieben hat, dass Nicola Sparks Frau seine Bücher nicht liest. Ja, ist sie keine gute Ehefrau, ne? Ja, vielleicht ist das da auch anders, weil er, Nicola Sparks, der schreibt ja auch teilweise autobiografisch, ne? Also jetzt nicht wirklich autobiografisch, aber er bringt ja sehr viel, so habe ich es mal gehört, aus seinem realen Leben und seinen Erlebnissen und so mit in die Bücher rein. Und vielleicht ist es dann auch noch schwieriger, diese Bücher zu lesen, weil ich muss ja bei Nicola Sparks schon voll heulen. Aber wenn ich jetzt die Frau wäre und ich hätte das alles mit ihm zusammen so durchgestanden und würde dann so ein Buch lesen, wo irgendwas drin vorkommt, was eben in unserer eigenen Familie passiert ist, ich glaube, dann würde es mir auch schwer fallen und vielleicht würde ich es dann auch nicht lesen. Ja, ganz viele haben gesagt, dein Wandtattoo ist schön. Das auch bei Facebook übrigens, das stimmt. Ich finde es auch schön. Traumfabrik steht da übrigens für die, die es jetzt irgendwie noch nicht gelesen haben. Habe ich von Amazon, müsste mal googeln. Oder ich verlinke es auch mal hier unten drunter. Ach, was war denn dann noch? Irgendwie hatte... Ach ja, Selina Dumbledore hat geschrieben, so, ich habe mir mal schön brav drei Bücher gekauft. Und zwar, und jetzt alle drauf Englisch, L'Appel de l'Ange, La Fiche de Papier... Und Serratula. Jetzt habe ich wieder einen Grund, auf Französisch zu lesen. Das Neueste war mir zu teuer, aber wenn mir diese drei gefallen, werde ich es vielleicht noch kaufen. Ja, Hut ab. Ey, ich breche mir hier schon mal drei Sätze in Französisch eine ab. Aber ein ganzes Buch zu lesen, hätte ich gar keine Lust zu. Ich könnte das nicht. Ich müsste ja alle drei Sekunden dann im Dictionary nachgucken oder so. Für mich wäre das nichts. So. Auf jeden Fall wünsche ich euch, wenn ihr das Buch mit mir zusammen lest, weiterhin viel Spaß. Wir sehen uns morgen. Ich wünsche mir viel Spaß, ich wünsche mir viel Spannung, ich wünsche mir eine richtig heiße Nacht mit Jiyoung-Missou und lasse mich sehr gerne wieder fesseln und mal gucken, was er heute Nacht mit mir anstellt. Bis morgen. Macht's gut und tschüss. Wenn ich euch jetzt sage, was ich letzte Nacht hier in meinem Bett abgespielt habt,